löse in der Menge R diese Ungleichung. Beginnen wir mit den Existenzbedingungen. X² minus 8x plus 20 muss größer gleich 0 sein, weil wir von diesem Trinom die Quadratwurzel rechnen. Dieses Trinom zweiten Grades ist aber überall streng positiv, denn die Diskriminante ist streng negativ, also hat dieses Trinom immer das Vorzeichen der Vorzahl von x². Also es ist immer streng positiv, deshalb ist diese Existenzbedingung erfüllt. X minus 1 darf nicht 0 sein, das heißt x darf nicht 1 sein. Den Wert 1 schließen wir also sofort als Lösung der Ungleichung aus der Menge R aus. Deshalb ist die 1 rot eingezeichnet. Überall da, wo dieser Bruch kleiner gleich 0 ist, ist diese Ungleichheit erfüllt, weil diese Quadratwurzel streng positiv ist. Und um zu sehen, wo dieser Bruch kleiner gleich 0 ist, machen wir von diesem Bruch eine Zeichentabelle. Die besonderen Werte sind 1, 2 und 3. Dieses Trinom wird 0 bei 2 und bei 3. Außerhalb der Nullen setzen wir das Vorzeichen der Vorzahl von x², also plus und dazwischen entgegengesetzt. Dieses Binom ersten Grades ist 0 bei 1. Rechts von dieser 0 schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x, also überall plus und links entgegengesetzt. Daher also diese Zeichenzeile für diesen Bruch. Und wir erkennen, dieser Bruch ist kleiner gleich 0, entweder wenn x streng kleiner ist als 1 oder wenn x sich zwischen 2 und 3 befindet, 2 und 3 eingeschlossen. Also in diesem Bereich, das heißt von minus unendlich bis 1 ausgeschlossen, vereinigt mit 2 eingeschlossen bis 3 eingeschlossen, ist die Ungleichung erfüllt. Denn da ist dieser Bruch kleiner gleich 0 und diese Quadratwurzel ist streng positiv. Eine Zahl, die kleiner gleich 0 ist, ist immer kleiner gleich zu einer streng positiven Zahl. Also dürfen wir die Vereinigung dieser zwei Intervalle als Teil der Lösungsmenge einzeichnen. Von minus unendlich bis 1 ausgeschlossen und von 2 eingeschlossen bis 3 eingeschlossen. Jetzt müssen wir noch schauen, für welche x-Werte diese Ungleichung erfüllt ist, wenn x sich streng zwischen 1 und 2 befindet oder streng größer ist als 3. Wenn x sich streng zwischen 1 und 2 befindet, dann ist dieser Bruch streng positiv. Und wenn x streng größer ist als 3, dann ist dieser Bruch ebenfalls streng positiv. Also wissen wir, in der Vereinigung dieser zwei Intervalle ist dieser Bruch streng positiv, die Quadratwurzel ist aber überall streng positiv, also ist unsere Ungleichung in diesem Bereich äquivalent mit der Ungleichung, die wir erhalten, wenn wir beidseitig das Quadrat nehmen. X² minus 5x plus 6, das ist dasselbe wie x minus 2 mal x minus 3. Das Quadrat davon ist also dasselbe wie das Produkt dieser beiden Quadrate. X minus 1 haben wir natürlich auch im Quadrat genommen. Und das Quadrat dieser Quadratwurzel ergibt den Radikat. Da x minus 1 im Quadrat streng positiv ist, dürfen wir diese Zahl rechts rübersetzen, wo sie multiplizieren wird. Und das Zeichen der Ungleichheit bleibt. Somit erhalten wir diese Ungleichung. Jetzt werden wir links und rechts alles verteilen. Ist gemacht. Wir erhalten jetzt diese Ungleichung, die sich aber sehr vereinfacht. Denn da steht x hoch 4 und an der anderen Seite vom Ungleichheitszeichen auch. Dann können wir die beiden schon mal wegstreichen. Alle Termen in x hoch 3 streichen sich ebenfalls weg, denn hier steht minus 6x hoch 3 minus 4x hoch 3
also minus 10x hoch 3. Und an der anderen Seite vom Ungleichungszeichen haben wir minus 8x hoch 3 minus 2x hoch 3, also auch minus 10x hoch 3. Alle Termen in x² verschwinden aus demselben Grund. Hier haben wir 9x² plus 24x² plus 4x². Das macht 37x². Und an der anderen Seite haben wir 20x² plus 16x² plus 1x². Das macht auch 37x². Somit vereinfacht sich diese Ungleichung sehr stark und führt dann sofort zu x größer gleich 4 Drittel. Also in diesem Bereich ist unsere Ungleichung erfüllt, dann und genau dann, wenn x größer gleich 4 Drittel ist. Was also bedeutet, zu diesen zwei grünen Bereichen kommen diese zwei Bereiche noch hinzu. X muss größer gleich 4 Drittel sein, daher dieses Stück. Und hier ist diese Bedingung ebenfalls erfüllt. Als Lösungsmenge dieser Ungleichung lesen wir also die Vereinigung dieser zwei grünen Bereiche ab. Das heißt, die Lösungsmenge ist von minus unendlich bis 1 ausgeschlossen, vereinigt mit von 4 Drittel eingeschlossen bis plus unendlich. Und somit ist die Ungleichung gelöst.